Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir gehen heute Schnaps brennen, weil wir es können. So, erstmal unser Schwert wegstecken. Destillierrezepte. Das Pergament ist etwas ausgeglichen, aber lesbar. Ja, das werden wir uns doch auf jeden Fall zu Gemüte führen. Assassinenhose. Oh, da können wir ja voll der Assassine sein. Tagebuch des Brenners und noch irgendwas des Brenners. Da gucken wir doch gleich mal in unser Inventar. Und nützliches? Nee, natürlich nicht. Wahrscheinlich dann unter Quest-Gegenstände. Brief des Brenners. Okay. Fülle die Maische in den Verdampfer, entzünde das Feuer unter dem Verdampfer, kühle den Verflüssiger erst den rechten Hebel, dann den linken, nicht andersherum. Was stand da noch zum Malz? Wirf das schlechte Malz nicht hinter die Brennerei, sondern in den Fluss. Sonst kriegt noch jemand Wind davon und kommt nachsehen, okay. Und was steht hier drin? Okay. Nichts Besonderes. Etwas Maische finden. Wo gibt's denn hier Maische? Gute Frage, gute Frage. Wir schauen einfach mal oben nach. Vielleicht gibt's hier noch ein bisschen Maische. Verdammt, es ist noch etwas Maische da. Okay, Maische in den Verdampfer füllen, oder? Ich glaube. Wuhu! Wunderbar, das haben wir alles ausgeräumt. Ah! Okay, ist ja nochmal gut gegangen. Moment. Hier gehört wahrscheinlich die Maische rein. Maische hinzufügen. Okay. Fertig. So, jetzt muss dann ich die Maische zum Kochen bringen. Genau, das machen wir mit einmal. Oh. Oder so. Das muss reichen. Zeit zum Abkühlen. Zeit zum Abkühlen? Ja. Nee, Moment. Hier. Erst den rechten, dann den linken. Sieh einer an. Ich bin anscheinend zum Brennen geboren. Aha. Skellige Schnaps. Sehr nice. Und das gibt sogar 72 Erfahrungspunkte. Wir sollten auch bald mal wieder ein Upgrade, wollte ich sagen, bekommen. Aber ich meinte natürlich ein Level-Up, beziehungsweise einen Skillpunkt, den wir verteilen können. Gut, gut. Nun geht es hinunter. Aber für 700 Meter nehmen wir, glaube ich, Plötze. Denn der ist natürlich wesentlich schneller unterwegs. Durch dieses unwegsame Gebiet. Ach ja, Reiten mit Plötze macht echt Spaß. Einfach weiterlaufen.
Wunderbar. Guck mal, sind doch nur noch 400 Meter. Können sogar mal ein bisschen querfeld einreiten. Mit den Hirschen. Der mit den Hirschen reitet. Mit dem Wolf tanzt. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ein fahrender Händler. Beziehungsweise eher ein stehender Händler. So, so. Und hier sind die Pferderennen angesiedelt. Tatsächlich wollte ich das gar nicht. Wuhu! Au, das hat wehgetan. Und zum Glück haben wir auch unsere Schwalbe bereits verschwendet. Na komm. Du stirbst. Und der nette Herr hier im Busch auch. Und zack, da fliegt der Kopf samt Körper weg. So muss das nämlich aussehen, Leute. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel finden. Aber ich glaube, so viele Banditen auf einem Haufen haben wir bis jetzt noch nie. So, einer, nee, mehrere fehlen noch. Da vorne liegt ja auch noch einer. Wunderbar, dann helfen wir doch der Person hier oben in Not. Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir aber nur ein kleines Geschenk geben. Komm zu mir nach Hause, es ist nicht weit. Okay. Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir aber nur ein kleines Geschenk geben. Komm zu mir nach Hause, es ist nicht weit. Hörst du mal auf, da jetzt Kräuter zu sammeln und führst mich zu dir nach Hause? Wo wohnt er denn überhaupt? Palisade. Anschlagebrett. Monsternest. Ich wollte gerade sagen, wir waren noch eher hier oben in dem Bereich tätig. Aber ja, wir reiten jetzt weiter. Ich wollte gerade sagen, wir fahren weiter zum Dorf, aber wir haben ja natürlich nur Plötze. Und Plötze kann ja noch reiten. Also, na komm schon. Auf geht's. Hup, hup. Bist du ein Bandit? Nicht so schnell, Plätze. Dir blase ich das Licht aus. Sag mal, geht's? Wie bitte? Wollte gerade sagen, du bist aber ziemlich unfreundlich zu jemandem, der mit dem Jarl oder König höchstpersönlich befreundet ist. Beiseite, ihr niederen Bauern. Ein Hexer reitet vorbei. So sieht es nämlich aus. Halt! Ein Wachhund. So, so. Guten Tag. Bist du Frithjof? Ja, der bin ich. Und wie wirst du genannt, Hexer? Ich? Streuner, Fremder, Mutant. Manchmal sogar bei meinem Namen. Geralt von Riva. Ein Mann mit Humor. Das gefällt mir. Nun, was kann ich für dich tun, Geralt von Riva? Grimist möchte sich sehen. Dich zu holen. Er braucht deine Hilfe bei einem Ritual. Ein Ritual? Eines, damit er nicht mehr so ein fieser Alter ist? Ich würde ja kommen, um der guten alten Zeiten willen, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Sieh dich um. Der Boden. Siehst du, wie trocken er ist? Es hat seit Wochen nicht geregnet. Das Gras ist verdorrt. Die Schafe verhungern.
Es muss regnen. Aber ich fürchte, dass... Moment mal. Vielleicht kannst du mir helfen. Wie? Ich besitze zwar viele Talente, aber das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Ich habe an ein anderes Talent gedacht. An dein Schwert. Weißt du, Mutter Natur mag es nicht, wenn du ihr etwas mit Gewalt nimmst. Sie wird sich verteidigen. So sehr, dass ich selbst einen Verteidiger brauche. Was sagst du? Natürlich. Abgemacht, Hedwig. Klar. Wenn du danach zu Kremist gehst. Einverstanden. Jetzt folge mir. Zeit für einen kleinen Sturm. Okay. Tieropfer? Sollen wir Menschen verbrennen, wie sie es auf dem Festland machen? Ich denke, ein Opfer mit Ziegen und Schafen ist besser. Okay, und mit was muss ich jetzt rechnen, dass mir da um die Ohren fliegt? Ich hätte speichern sollen. Skugga, Swarm, Vatna, Halla! Oh, es fängt an. Was denn? Ich brauche Erden. Okay. Ein Nebling ist schon mal down. Und da ist Nummer 2. Wir sollten uns definitiv mal schützen mit Sven. Oh, sorry. Nein. Oh mein Gott. Das hat wehgetan. Wir hätten definitiv vorher speichern sollen und unsere Tränke auffüllen sollen. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Soll ich eher auf Irden gehen oder soll ich eher auf Quen gehen? Weil ich meine, die machen schon ganz schön Schaden, wenn die einen treffen. Von daher wäre ich eigentlich fast dafür, die auf rein Quen zu spielen. Und ich hoffe mal, wir kehren jetzt nicht zu dem Speicherpunkt vor dem Zyklopen zurück, weil dann raste ich echt aus. So ein Mist. Na toll. Sowas habe ich mir fast schon gedacht. Na, immerhin war es nach dem Zyklopen. Das ist ja schon mal etwas. Aber das heißt, wir müssen nochmal gegen die Banditen kämpfen. Und das finde ich eigentlich ziemlich uncool. Na komm, Plätze. Wir verschwinden von hier. Plätze. Na, geht doch. Lauf, reite geschwind. Wieso kommt mir das alles so bekannt vor? Ich hätte echt speichern sollen. Mensch. So ein Mist aber auch. Ich ärgere mich wieder selber über mich, weil ich wieder und wieder vergesse zu speichern. Total unnötig. Hätte nicht sein gemusst, nicht? Aber nun gut, kann man eh nichts machen. Ist jetzt nun mal so. Müssen wir damit auch leben. Uiuiui. Kommt aber ganz schön viel auf uns zu. Okay, dann steigen wir hier mal ab.
Es klart auf. Oh, es klart auf. Ist dem so, ich habe schon wieder Mist gebaut. Warte, da unten ist noch einer, ne? Du dreckiger Bogenschütze. Bogenschießen in einem Zweikampf ist ziemlich lame, möchte ich mal behaupten. Mann, ihr Leute, ihr überfallt hier arme, wehrlose Menschen. Und fesselt die und... Ich meine, das ist nur ein Kräutersammler. Was erwartet ihr von dem? Dass er 10.000 Münzen dabei hat? Dann überfallt doch mal jemanden, der in eurer Größe agiert. So. Ja, wunderbar. Ich fühle mich auch belohnt. So, ist das hier sein Zuhause? Ich meine, das könnte ja durchaus sein. Das sieht ja hier nach so einem Kräutersammler aus. Wirklich was zu holen gibt's hier ja nicht. Guten Tag. Ah, da ist er. Mein Befreier, mein Retter. Ich bin wieder bei meinen Leuten, dank dir. Okay. Bis dann. Bis dann, genau. So sieht's nämlich aus. Gut, speichern wir mal eben. Wunderbar. Und dann schauen wir nochmal nach, was denn gegen Neblinge gut wirkt. Oh. Das sind offensichtlich Ogride. Verfluchte Wesen, nee. Nekrophagen? Doch, Nekrophagen. Quen hilft und Nekrophagenöl und Mondstaub. Aber Mondstaub haben wir nicht. Also werden wir wohl oder übel einfach auf Quen und Nekrophagenöl setzen. Das wir natürlich applyen werden, wie man so schon im Englischen sagt. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Anwenden natürlich. Wir werden es anwenden auf unser Schwert, bevor wir mit dem Typen reden. Das hält ja einige Zeit. Übrigens, wusstet ihr, dass eine Kuh 15 Kilogramm Futter am Tag frisst? Ich glaube 5 Liter Wasser trinkt oder irgendwie sowas. Wenn mich nicht alles täuscht. Also in der Größenordnung bewegt sich das auf jeden Fall. So, wir sagen, Nekrophagenöl hätten wir gerne. Haben wir nicht noch was als Angriffskraft? Tatsächlich. Achso, ist nicht für Schwerter, okay. Gut, gut, dann würde ich sagen, wir meditieren schnell eine Stunde. So, dann applyen wir das Nekrophagenöl nochmal, weil ich total dumm bin. Achso, es ist noch drauf. Egal, wir machen es einfach nochmal drauf. Einfach, weil wir es können. So, 20 Minuten hält das. Oder 20 Schläge. Aber nun gut. Bist du Friedhof? Ja, der bin ich. Und wie wirst du genannt, Hexe? Bla 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 bla. Natürlich. Wunderbar. Erzähl hier keinen. Wir wollen schließlich fertig werden. Komm näher.
What? Oh mein Gott. Ho, 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 ho. Die haben uns ganz schön zerfetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, an der Stelle mache ich einen kleinen Cut. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Quest tatsächlich an der Stelle weiterführen möchte. Ich meine, der Zyklop, okay, den habe ich ja noch klein gekriegt. Aber die sind echt, vor allem weil es auch so viele sind, glaube ich, ist es besser, wenn wir davon erstmal Abstand nehmen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin. Macht's gut, haut rein.